Und da sind wir auch wieder mit Tales of Celia. Ich kümmere mich jetzt mal hier um ein paar Wilderer, denn das sind die königlichen Jagdgründe und die mögen das hier nicht so richtig, wenn man hier Wildere hat. Von daher sage ich, oh, das sind aber ganz schön viele. Hi, ich kümmere mich erstmal um die Pflanze hier. Ich muss erstmal den Rasen mähen hier mit meiner Faust. Wie Chuck Norris es macht. Nee, Chuck Norris guckt den Rasen an und das überschüssige Gras fällt von selbst ab. So, dann ist er weg. Und jetzt kümmern wir uns um die Harpien. Denn die sind überhaupt nicht heiß hier, von daher müssen sie verschwinden. Also geh mal weg hier. Wow, das war nicht schlecht, Lea. Das hat gut ausgesehen. So. Oh, die wollen kämpfen. Naja. Kümmern wir uns erst einmal um die kleinen Putzis. So. Jetzt legt euch erstmal alle flach hier. So, und Endsturm. Weg. Ja, um dich kümmern wir uns. So. Ist das einzige noch? Aufständischer Soldat? Okay. Dann komm mal her. Den können wir auch nicht runterlegen mit Wasserschwung. Egal. Jetzt tut's weh. Oh, es tat sogar weh. Der Ärmste. Ja, um die haben wir uns jetzt gekümmert. Mischgummi. Dort könnte etwas sein. Sieht auf jeden Fall so verdächtig aus. Ein Sack ist auf jeden Fall hier. Mit rahmschwarzen Federn. Oh ja. Von denen habe ich wieder so viele. Das finde ich so geil. Und springen. Knöchel brechen. Yeah. So machen es die ganz coolen Leute hier. Liegen dann hier auf dem Boden, so wie Mila es getan hat. Kaputte Beine. Überhaupt nichts mehr zugute. Solche Leute werden dann vom Spiel gebannt, weil sie einfach nichts mehr bringen. 1600 Gold, ich habe jetzt 16.980. Ja, damit kann man sich wieder etwas leisten. Ich werde es natürlich alles wieder sofort ausgeben. Und hier ist mal akkumulativ gar nichts. Hier ist mal gar nichts, das finde ich scheiße. Ich werde direkt angegriffen. Komm, hier muss man doch irgendwo hoch können. Ich muss nach oben. Ich werde verfolgt. Der mit den Vögeln tanzt, oder was? Lass mich bloß in Ruhe. Lass mich in Ruhe, du Kackvieh. Na rum mit dir. Los. Da sehe ich auch schon wieder eine Höhle. Und einen Kackvogel. So. Es gibt erstmal wieder Schaden für euch. Diese unattraktiven Harpien nerven mich schon wieder. Na komm her. Und dann bist du weg. Und, ah, verdammt. Mit Wassersprung hätte ich sie fast erwischt. So, Dämonenfaust. Weg. So, du bist ja gleich weg. Und tschüss. Und wir haben bald wieder Level-Ups. Das finde ich so geil. So, finden wir hier noch was? Einen Sack? Mit Stoßzähnen. Ja, ich brauche meine Elise, um ihn abzugeben, damit sie Freunde findet. Das treibt mir die Tränen in den Augen. Aber sie ist nicht hier, das treibt mir noch mehr Tränen in die Augen. Ah, diesmal haben wir eine Truhe. Blaues Bohnenkraut erhöht das TP-Maximum um 20. Ah, schick. Gebe ich Elise, wenn sie wieder da ist. Ja, da ist noch was. Jode. So, runter mit mir. Ups. Und weiter geht's. Nein. Ich habe kein Interesse, gegen euch zu kämpfen. Und da ist noch eine Höhle. Ich will diese Höhle erkunden. Ich muss das tun. Verfehlt. Jetzt muss ich gegen die kämpfen. Verdammt. Und los geht's. Urteilstor. Flammensphäre.
Wäre wohl aus der Serie jetzt nichts, aber es war eh keiner in der Nähe. Und Mila ist aufgestiegen. So, dann schauen wir doch mal. Genau. Diese Richtung müssen wir. Ganz viel Beweglichkeit bekommt sie jetzt. Und den letzten Punkt können wir eigentlich nutzen, um das hier freizuschalten. Um Geschicklichkeit. Ja, warum nicht? Ein bisschen mehr Geschicklichkeit kann doch jeder gebrauchen. Alles klar. Mittlerer Geist freigeschaltet. Und 4000 Gold. Yes. So muss das sein. So viel Geld brauche ich. Hoppa, nicht vergessen, Monster respawnen wieder. So. Nein, gegen Pflanzen kämpfe ich nicht. Was machst du denn hier eigentlich? Tch. Na, dann wollen wir doch mal ein bisschen erweitern und jeder ist unique. Okay, dann schauen wir doch mal. Objektladen wird auf jeden Fall geupgradet. Der Waffenladen bekommt jede Menge Kronenfeder und steigt 2 Level weiter auf. Sehr schön. Rüstungsladen bekommt Kraut und landet auf Level 43. Zubehörladen bekommt Insekten und steigt nicht auf. Lebensmittel. Oh, bekommt jede Menge. Ah, die Pfirsich-Elefanten-Stoßzähne wollen wir natürlich nicht alle abgeben. Definitiv nicht. Ich brauche nämlich noch ein paar für die Quest. So, und der Waffenladen bekommt noch ein paar von diesem Zeug hier. Und steigt einen weiteren Level auf. So, Waffenladen, kaufen. Tödliche Raserei könnte ich mir kaufen. Erhöht nochmal schön meinen Angriff. Aber schauen wir uns doch erst einmal hier so an, was wir dem Rest hier antun können. Zum Beispiel ein Stab. Wir müssen für Elise sparen. Die braucht einen Stab, definitiv. Wie viel kostet der denn? 10.000, fast 11.000. Ich kann gut 10.000 nochmal ausgeben. Schwierig. Schwierig, schwierig. Also das da könnte ich auf jeden Fall nicht bezahlen. Das geht nicht. Rüstung. Kümmern wir uns doch erstmal um ein bisschen Rüstung. Vielleicht bringt das ja ein bisschen was. Hier bringt das auf jeden Fall was, aber das kostet schon 5.000. Das kostet 5.000? Ja. Bringen wir auf jeden Fall... Jude hin, ja. Ein Mithrilmantel. Machen wir. So, und jetzt verkaufen wir. Und warten erstmal. Ich möchte nämlich Elise einen schönen Stab kaufen. Außerdem sollte ich einfach nicht alles wieder so auf einmal ausgeben. Das soll man nicht machen, das ist nicht gesund. Denn arm sein ist doof und man krepiert sofort. Ja, die Weisheit von Benny Bunny 5. So, in was für ein Kessel sind wir nun gelandet? This place looks different from the rest of the hunting grounds. Footprints, and still fresh by the look of them. These small ones must be Elise's. Let's look around, but be careful. Okay. Labari-Kessel.
Dann speichern wir einfach nochmal, damit wir den Cutscene auch schon abgehakt haben. Okay, wir sollen uns also ein bisschen umsehen. Oh, scheint wieder so eine Art Labyrinth zu sein. Und es laufen auch Soldaten hier rum. Und ganz böse Kreaturen, so wie es aussieht. Mysteriös, mysteriös. Ach, ich kann da so einfach rein? Interessant. Ich dachte, hier würden wieder ein paar Schlösser mir Probleme machen. Boah, du Scheiße, ist das ein Megavieh. Da haben die Grünen aber wieder zugeschlagen, glaube ich. Bienenpflanze. Heilige Makaroni. Was zum... Die können das auch? Oh, verdammt. Jetzt habe ich Respekt vor denen. Verdammt. Boah. Die sind böse. Die sind definitiv böse. Oi. Also den dürfen wir auf jeden Fall nicht zaubern lassen. Keinen von denen. So, komm. Einmal Dämonenfaust. Oder so. Also die darf man nicht zaubern lassen. Ansonsten haben wir ein echtes Problem. Level up für Jude. So. Wir wollen das hier machen, richtig? Genau. So, Ausdauer. Feuerschutz finde ich doof. Beast, Raserei wird zur brüllenden Bestie, die auf Gegner einhämmert und sie dann zurückschleudert, wo sie hergekommen sind. Und Dunkelschutz. Machen wir mal diesen Angriffsschritt hier. Das bringt mir nämlich auch ein paar FP. Und den haben wir schon fast komplett. So. Aber nicht, dass ich mich über FP beklagen müsste. Ich habe genug davon. Buzzardkralle hat hier geklebt. Und dann gehen wir mal wieder raus. Scheint ja ein ziemlich großes Gefängnis zu sein oder so. Hallo. Wow. Wow. Exodus-Getreuer. Nix da. Tschüss. Was haben die denn für Fäustlinge? Das sind Fäustlinge aus Stahl. Die sind ja krank. Die sind verdammt auch mal krank. Und woher wissen sie, dass die Exodus getreu sind? Das können ganz normale Bergarbeiter sein, die jetzt einfach von uns verprügelt werden. Nur weil wir Bock darauf haben. Wir sind die Terroristen hier. Levelaufstieg leer. Dann kümmern wir uns direkt auch darum. Genau, in diese Richtung. Und schwuppdiwupp, hast du Glücksobjekt gelernt. Luftsprung, Feuerschutz. Geist ist auch beim freien Laufen, werden TP langsam wiederhergestellt. Und Dunkelschutz. Was bringt denn FP? Irgendwas, was was FP bringt, gewinnt. Ja, das hier. Gut, dann kriegst du Geisteslauf. Von mir aus. FP sind nämlich immer wichtig. So, Glücksobjekt. Da. Gut, ich könnte jetzt einfach da rüberlaufen. Oh, da klebt was. Buzzardkralle. Oder ich laufe einfach mal noch in diese Richtung. Alles mal ein bisschen hier umsehen und erkunden. Steinwehr. 50%ige Chance, Versteinerung zu vermeiden. Okay. Gibt es denn hier Monster, die mich versteinern? Ich glaube nicht, dass mich irgendeine Versteinerung mal getroffen hat. Aber ich könnte diese Objekte mal verkaufen. Bringt doch auch Kohle.
Runterspringen kann ich hier nicht. Hallöchen. So, Exodus Techniker. So, und Flammensphäre. Urteilstor. Und tschüss. Alle vernichtet. Mit nur einmal angucken. So, gucken wir mal. Hier können wir nämlich auch rein. Und hier ist meine Truhe. Tofu-Miso-Suppe. Ein ganzer Raum für Tofu. Hey. Diese Exodus-Leute spinnen ja. Einen ganzen Raum für Tofu? Die sind doch echt bekloppt hier. Oh, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Lemon von der Seite. Ganz... Oh nein, wer greift an? Wer zaubert da? Nein, nein, nein. Ah, verdammt, zu spät. Jetzt nichts wie weg hier. Zu spät. So, Flammensphäre. Verbrennen wir die Kacke hier einfach weg. Wir hatten vorhin irgendwas Flugartiges, aber das ist jetzt weg. Das ist gut. Und Rowan steigt bald wieder auf. Krankheit, Angst. Die betroffene Figur ist für bestimmte Zeit anfälliger dafür, bei Angriffen betäubt zu werden. Leidet eine Figur unter Angst, wird die Betäubung auch nicht dann aufgehoben, wenn sie angegriffen wird. Angst wird durch Dunkelheitangriffe verursacht. Aha. Wir haben also Angst vor Dunkelheit. Vor ein bisschen Dunkelheit. Oh. So, Riesenmuschel. Gut, dann haben wir diese Etage anscheinend gut durchkämmt. Und müssen dann wahrscheinlich, ja, zur anderen Seite. Eieieiei. Ich sehe schon, da müssen wir wieder ein paar Leute ordentlich verdreschen. Na gut, das machen wir dann im nächsten Part weiter. Bis dann.